Herzlich willkommen zu 5 gruselige Rituale, die du niemals nachmachen solltest. Viele von euch haben sich mehr gewünscht und deswegen kommt jetzt noch ein wenig mehr. Von harmlosen, coolen bis hin zu unfassbar gruseligen und verstörenden Ritualen gibt es in unserer Welt eigentlich alles. Die folgenden 5 Rituale sind unfassbar gruselig, also empfehle ich euch, sie absolut nicht nachzumachen. Außerdem sollte irgendein Ritual Feuer oder Selbstverletzung beinhalten sowie irgendwas Illegales, bitte führt dies nicht durch. Jedes Durchführen macht ihr auf eigene Gefahr. Das Badewannenspiel. Ich beginne diesmal mit etwas unfassbar gruseligem, aber leicht durchzuführenden. Das sogenannte Daruma-san oder auch Badewannenspiel. Dieses Ritual müsst ihr alleine durchführen. Sorgt dafür, dass euer Haus oder die Wohnung, in der ihr wohnt, leer von anderen Personen ist. Dann braucht ihr nur noch eine Badewanne und das war's. Für dieses Ritual musst du nachts anfangen. Zieh dich aus und geh ins Badezimmer. Lass deine Wanne volllaufen mit Wasser und mache das Licht aus. Steige vorsichtig in die Badewanne und setze dich so hin, dass du den Wasserhahn sehen kannst. Schließe nun die Augen und fange an, dir deine Haare zu waschen. Während du sie wäschst, musst du die Augen die ganze Zeit geschlossen halten. Und sie müssen das ganze Ritual über geschlossen bleiben. Sag beim Haarewaschen mehrfach die Worte: Daruma-san fiel hin, Daruma-san fiel hin. Höre nicht auf, diese Wörter zu sagen, bis du fertig bist, deine Haare zu waschen. Wenn du dies richtig gemacht hast, solltest du nun mit geschlossenen Augen in deinem Verstand eine japanische Frau in einer Badewanne sehen. Sie wird ausrutschen und mit dem Gesicht auf dem Wasserhahn landen. Wenn sie landet, wird Blut spritzen und ein Auge wird dir rausfallen. Solltest du, während du das siehst, irgendeine Bewegung hinter dir oder in der Badewanne spüren, drehe dich nicht um und öffne auf keinen Fall die Augen. Frage dann laut: Warum bist du in die Badewanne gefallen? Oder im Original: Why did you fall in the bathtub? Wundere dich nicht, wenn du keine Antwort hörst. Lass die Augen geschlossen, stehe vorsichtig auf, sodass du nicht ausrutscht. Verlasse die Wanne, aber lasse das Wasser nicht ab. Gehe mit geschlossenen Augen aus dem Badezimmer und schließe die Tür hinter dir ab. Dann kannst du die Augen wieder öffnen. Betrete aber nicht erneut das Badezimmer, lass es so, wie du es gerade verlassen hast. Geh einfach schlafen. Und dann wird sich zeigen, ob das Beschwören funktioniert hat. Wenn du die Augen öffnest, am nächsten Morgen wird das eigentliche Spiel nämlich beginnen. Verbringe deinen Tag so wie sonst auch. Du wirst aber dann das Gefühl haben, dass jemand bei dir wäre. Wenn du dich umdrehst, wirst du niemanden sehen. Wenn du jedoch ab und zu über deine rechte Schulter guckst, wirst du sie manchmal leicht sehen können. Eine Frau mit schwarzen langen Haaren und nur einem Auge. Am Anfang ist sie noch relativ weit von dir entfernt, doch sie wird im Laufe des Tages immer näher zu dir kommen. Wenn du merkst, dass sie dir zu nahe ist, musst du Tomare rufen. Das bedeutet Stopp. Und dann musst du wegrennen. Sie wird dadurch nicht verschwinden, aber der Abstand zwischen euch wird sich wieder vergrößern. Du musst den ganzen Tag aufpassen, dass sie dich nicht fängt. Wenn du das durchgezogen hast, kannst du das Spiel beenden. Wenn du über deine rechte Schulter guckst und sie siehst, und zwar richtig siehst, musst du Kitta rufen. Das bedeutet, ich lasse dich frei. Während du mit deinem Arm dabei eine Schlagbewegung nach unten durchführst. Wenn du dies richtig gemacht hast, wirst du belohnt werden und das Spiel ist vorbei. Die Belohnung kann von geldlichen Besitztümern bis hin zu Gesundheit variieren. Hast du jedoch irgendetwas nicht beachtet oder das Ende ist schief gelaufen, dann musst du rennen. Denn sonst wird sie sich dein Leben lang verfolgen. In diesem Moment musst du versuchen, möglichst weit wegzurennen. Es ist übrigens wichtig, dass du vor Mitternacht das Spiel beendest, da du sie sonst nicht mehr los wirst. The Hosting Game. Das folgende Spiel ist durch etwas Zeit mit freundlichen Geistern verbringen. Wenn aber etwas schief geht, dann werden andere Kreaturen euch besuchen, die ihr vielleicht nicht bei euch haben wollt. Ihr müsst dieses Spiel alleine spielen. Ihr braucht einen kleinen dunklen Raum, am besten hat dieser Raum keine Fenster. Wenn ihr so einen Raum nicht habt, dann verdunkelt ein Raum so gut, dass absolut kein Licht von außen eindringen kann. Dann braucht ihr noch ein Stück Papier und einen Stift, eine Uhr, diese darf aber nicht auf einem Smartphone oder PC sein, sie darf auch nicht digital sein. Und als letztes braucht ihr noch 3 Streichhölzer. Fangt das Ritual nachts an. Behalte die Streichhölzer und die Uhr die ganze Zeit bei euch. Mache alles im Haus aus, das irgendwie ein Geräusch machen könnte, also Telefon, PC, Handy und so weiter. Geh in deinen Raum und mache dort das Licht an. Sollte der Raum keine Lampe haben, benutze eine Taschenlampe. Lege den Stift und das Papier in den Raum und lasse das Licht an. Verlasse den Raum und gehe so weit von ihm weg, wie du in deiner Wohnung oder deinem Haus weg kannst.
Rufe dann, ich bin bald bereit, oder im Original, I'll be ready soon. Gehe nun von Raum zu Raum in deinem Zuhause und sage in jedem Raum den Satz, ich bin bald bereit. Wenn du bei dem Raum bist, wo du das Ritual durchführen möchtest, dann nimm den Stift und schreibe das Folgende auf das Papier. Du bist eingeladen. Ein Treffen veranstaltet von, dann schreibt ihr euren Namen, wird um, hier schreibt ihr die jetzige Zeit hin, stattfinden und geht bis und dann die jetzige Zeit plus eine Stunde später. Bringt eure Freunde mit. Platziere das Papier in die Mitte des Raumes und stelle dich dann in den Türrahmen. Während du in den Raum guckst und rufst, ich bin bereit, kommt rein. Und dann beginnt die Versammlung. Mache das Licht aus und drehe dich vom Rauminneren weg. Nehme drei Streichhölzer in die Hand. Nach einigen Momenten der Stille fang an bis 10 zu zählen. Beginne dafür bei 1. Wenn du das erste Mal bis 10 gezählt hast, zünde das erste Streichholz an. Wenn es beim ersten Zug angeht, lass es brennen und begrüße deine Gäste, indem du sagst, ich freue mich, dich zu sehen. Danke fürs Kommen. Halte das Streichholz, bis es so weit runtergebrannt ist, wie du möchtest. Sollte es nicht beim ersten Zug angegangen sein, lass es fallen und mach weiter. Nehme nun das zweite Streichholz und mach das gleiche wie beim ersten. Dann zünde noch das letzte Streichholz an. Wenn es sofort angegangen ist, sag, jetzt ist jeder da. Zähle ein letztes Mal bis 10. Wenn du alles richtig gemacht hast, wirst du ein Flüstern hinter dir hören. Vielleicht sogar ein Wort Danke. Wenn du das hörst, dreh dich nicht um. Warte im Türrahmen, bis laut deiner Uhr eine Stunde vorbei ist und rufe laut, Danke fürs Kommen. Auf Wiedersehen. Geh nun zum nächsten Lichtschalter und mache ihn an. Das Spiel ist dann vorbei und deine Gäste sind gegangen. Wenn aber das Streichholz nicht sofort angegangen ist, drehe dich nicht um, gucke nicht in dein Zimmer und schließe nicht die Tür. Renn so schnell du kannst zum nächsten Lichtschalter und mache ihn an. Wenn du Glück hast, sind alle verschwunden. Wenn du Pech hast, hast du aber Kreaturen zu dir eingeladen, die nicht so freundlich sind und auch nicht mehr gehen wollen. Das Fahrschuhspiel. Dies ist ein weiteres Spiel, das ihr alleine spielen müsst. Ihr braucht aber dafür nichts anderes als ein Hochhaus mit 10 Stockwerken oder mehr. Und dann geht ihr ins Erdgeschoss in den Fahrstuhl. Aber nur wenn du alleine reingehst. Für dieses Spiel musst du den Fahrstuhl die ganze Zeit für dich alleine haben. Also, wenn du reingehst, klicke auf den Knopf zum 4. Stockwerk. Wenn er dort angekommen ist, gehe nicht raus. Gehe bei den folgenden Schritten nie aus dem Fahrstuhl. Klicke dann auf das 2. Stockwerk. Dort angekommen auf das 6. Stockwerk, dann wieder das 2. Stockwerk, das 10. Stockwerk und dann das 5. Stockwerk. Ab da wird es beginnen, gruselig zu werden. Denn dort wird eine junge Frau in den Fahrstuhl gehen. Sie sieht entweder komplett normal aus oder wird lange schwarze Haare haben und eine seltsame, bleiche Haut. Sprich nicht mit ihr und sieh sie nicht an, egal was sie sagt. Klicke den Knopf zum Erdgeschoss, dann wird der Fahrstuhl aber rauffahren zum 10. Stockwerk. Sei nicht verwundert, denn nur wenn er das tut, kannst du weitermachen. Wenn der Fahrstuhl nämlich runterfährt, dann stimmt irgendetwas nicht. Und du musst sofort den Fahrstuhl verlassen. Wenn du ihn dann nämlich nicht verlässt, wirst du ein Problem mit der Frau neben dir bekommen. Dreh dich dann nicht um und sprich nicht. Wenn du aber zum 10. Stock fährst, kannst du ganz normal weitermachen. Dort kannst du dich entscheiden, ob du aussteigen willst oder drin bleibst. Das 10. Stockwerk wird anders aussehen, als du es kennst. Es wird eine Art andere, dunkle Welt sein. Hab aber keine Angst, du kannst sie ein wenig erkunden. Wenn du aber lieber wieder weg möchtest, bleibe im Fahrstuhl. Die Frau wird dich fragen, wo willst du hin? Antworte ihr auf keinen Fall und gucke sie nicht an. Dann musst du einfach auf den Knopf zum Erdgeschoss klicken. Wenn er nicht sofort funktioniert, klicke durchgehend drauf, bis es klappt. Wenn der Fahrstuhl dort ankommt, steige aus, gehe schnell weg, dreh dich nicht um und sprich nicht. Du hast das Spiel nun beendet. Wenn du jedoch dich im 10. Stockwerk in der dunklen Welt umgesehen hast, dann musst du anders wieder rauskommen. Geh zu dem Fahrstuhl, durch den du gekommen bist. Klicke dann die gleiche Kombination, wie du auch überhaupt erst dahin gekommen bist. Also 4, 2, 6, 2, 10 und 5. Wenn du dann im 5. Stockwerk ankommst, musst du auf das 1. Stockwerk klicken. Der Fahrstuhl wird wieder hochfahren. Klicke irgendeinen Knopf und er wird aufhören zu fahren. Du musst rechtzeitig einen Knopf gedrückt bekommen oder er wird dich in eine ganz andere Welt bringen. Nur dieses Mal wirst du dort nicht alleine sein. Wenn du dann im 1. Stock ankommst, gucke dich gut um. Wenn irgendetwas komisch ist, Menschen ohne Gesichter, verschobene Möbel, egal was, steige nicht aus. Geh wieder in den Fahrstuhl, gib die Kombination ein. Und wenn du dann im 1. Stockwerk normal ankommst, hast du das Spiel und deinen Besuch in einer anderen Welt erfolgreich geschafft. Ach ja, solltest du warum auch immer ohnmächtig werden, keine Sorge. Du wirst bei dir zu Hause aufwachen, doch die Frau könnte mitgekommen sein.
Die drei Könige. Hier ist für euch ein neues Spiel, das ihr mit einem Freund oder einer Freundin spielen könnt. Wichtig ist, dass ihr beide geistig stabil seid, keine Depression oder so. Und dann braucht ihr einen ruhigen Raum, am besten ohne Fenster, also ein Keller zum Beispiel. Ansonsten, wenn du das nicht hast, verdunkle einen Raum deiner Wahl, sodass kein Licht reinkommen kann. Dann braucht ihr eine Packung Kerzen, ein Feuerzeug, einen Eimer mit Wasser, einen Becher, einen Ventilator, zwei große Spiegel, drei Stühle, ein Wecker, ein voll aufgeladenes Handy und ein kleines Objekt deiner Wahl, welches eine Bedeutung für dich hat. Das klingt jetzt erstmal viel, doch es sind einfache Objekte. Und dann kann es losgehen. Fangt um 23 Uhr an. Fang nicht an, wenn dein Partner nicht bereit ist oder da. Dein Partner muss das ganze Spiel über bei dir sein. Platziere einen Stuhl, sodass dieser nach Norden zeigt, in die Mitte des dunklen Raumes. Dieser Stuhl wird dein Thron sein. Platziere die anderen zwei Stühle auf beiden Seiten von deinem Thron. Sie sollten auf deinen Thron zeigen, mit einer Armlänge Abstand von dir entfernt stehen. Platziere die großen Spiegel auf den beiden Stühlen. Das wird nun dein Königinstuhl und dein Hofnarrstuhl sein. Die Spiegel sollten sich genau gegenüberstehen, ungefähr so, dass wenn du auf dem mittleren sitzt, du dich in beiden reflektierst. Allerdings musst du dich in den Augenwinkel sehen können, ohne deine Augen zu bewegen. Platziere nun den Eimer voll Wasser und den Becher vor dich, so weit entfernt, dass du nicht rankommst. Platziere nun den Ventilator hinter dem Thron. Stelle ihn auf mittlere oder geringe Stärke ein. Verlasse dann den Raum, aber lasse die Tür offen. Geh in dein Schlafzimmer, mache die Kerze an, mache deinen Wecker an und stelle dein Handy neben dein Bett. Achte darauf, dass dein Handy lädt und stelle den Alarm auf 3.30 Uhr. Und dann kann das Spiel losgehen. Wache um 3.30 Uhr auf, wenn dein Alarm losgeht. Mache Licht an, nimm dein Objekt, das dir viel bedeutet. Nehme dein Handy und zünde eine Kerze an. Geh nun zu deinem dunklen Raum und setze dich um 3.33 Uhr auf deinen Thron. Wichtig ist, dass du nicht weitermachst, wenn dein Handy nicht geladen ist. Oder die Tür vom dunklen Raum geschlossen wurde, der Ventilator aus ist oder du nicht bis 3.33 Uhr in deinem Thron sitzt. Wenn das nämlich passiert ist, nehme deinen Partner und verlasse das Haus sofort bis 6 Uhr. Irgendwer oder irgendwas ist dann nämlich mit dir im Haus. Wenn dies nicht passiert ist, sitze ruhig auf deinem Thron und sorge dafür, dass der Ventilator hinter dir deine Kerze nicht auspustet. Und nun gucke in die Dunkelheit vor dir. Sieh nicht die Spiegel an und sieh nicht die Kerze an. Wenn du Fragen hast, frag sie einfach. Du wirst entweder keine Antwort bekommen oder eine Antwort, die von einem der Spiegel kommt. Drehe dich nicht zum Spiegel. Jede Antwort, die du kriegst, ist gefährlich. Bleibe auf deinem Thron bis 4.34 Uhr. Ist diese Zeit erreicht, muss dein Partner deinen Namen rufen, um das Spiel einfach zu beenden. Sollte das nicht funktionieren, sollte dein Partner dein Handy anrufen. Sollte auch das nicht helfen, muss dein Partner in den Raum gehen und dich mit dem Wassereimer und dem Becher aus dem Spiel befreien. Er darf dich nicht anfassen. Und dann hast du dein Erlebnis mit deinen Spiegelbildern beendet. Doch sei vorsichtig, wenn Folgendes passiert. Wenn dein Körper sich plötzlich bewegt oder der Ventilator die Kerze auspustet, beende das Spiel sofort. Du weißt nicht, ob der Ventilator wirklich deine Kerze ausgemacht hat. Jemand anders könnte bei dir sein und sie ausgepustet haben. Wenn du nicht mehr weißt, wo du bist im dunklen Raum, nehme das Objekt, das dir viel bedeutet. Es wird dich rausgeleiten. Du musst auch für dieses Spiel komplett deinem Partner vertrauen. Wenn du das nicht tust, dann bringst du dich in Gefahr, in einer Welt gefangen zu werden, in der du mit Sicherheit nicht sein willst. Das tote Poetenspiel. Das folgende und letzte Spiel dürft ihr erst ab 16 machen, es sei denn, ihr lebt in einem Land, wo es früher erlaubt ist. Seid ihr nicht 16, schiebt es auf, bis ihr 16 seid. Denn dieses Spiel, welches ihr alleine spielt, braucht ihr einen Tisch, zwei Stühle, eine Kerze, die alleine stehen kann, ein Feuerzeug, zwei Weingläser und eine Flasche Wein, sowie einen leeren Raum. Fangt nachts an, zieh die Vorhänge dem Raum zu, sodass am besten kein Licht in den Raum kommen kann. Platziere den Tisch in der Mitte des Raumes und die Stühle gegenüber von sich. Platziere ein Weinglas vor jedem Stuhl und stelle die Kerze in die Mitte des Tisches, direkt neben die Weinflasche. Zünde die Kerze an und mache das Licht aus. Schließe nun die Tür ab. Nimm nun die Weinflasche und fülle Wein in beide Gläser. Platziere die Flasche nun wieder neben der Kerze und setze dich in deinen Stuhl. Nehme nun dein Glas in die Hand und hebe es so an, als würdest du einen stillen Toast machen. Und trink einen kleinen Schluck aus deinem Glas. Wenn du das richtig gemacht hast, wirst du spüren, dass irgendwer in dem anderen Stuhl sitzt. Bleibe ruhig und stell dein Glas hin. Hab keine Angst und renn nicht weg. Jetzt ist es sowieso zu spät. Wenn der Stuhl aber leer wirkt, puste die Kerze aus, mach das Licht an und verlasse den Raum. Schließe die Tür ab und geh bis zum nächsten Morgen nicht wieder rein. Wenn aber irgendwas bei dir ist, sage laut die Worte:
Ich möchte ein Spiel starten. Oder im Original, I wish to start a match. Wenn du fühlst, dass alles gleich bleibt, dann hat die Kreatur deine Bitte akzeptiert. Suche dir nun aus, ob du Spieler A oder B sein willst. Wenn du deine Rolle ausgesucht hast, sag laut den Satz, ich nehme den Buchstaben A oder B, je nachdem welchen ihr wollt. Frag nun eine Frage, egal welche. Wenn du eine Antwort bekommst, trink einen Schluck und dann wirst du Spieler B. Wenn du Spieler B vom Anfang gewählt hast, wirst du eine Frage bekommen, die du beantworten musst. Nimm auch dann einen kleinen Schluck. Mache immer so weiter, nach jeder Frage wechselst du die Rolle und nimmst einen Schluck. Solange bis das Glas von dir oder das dem anderen leer ist. Fasse nur dein Glas an, lass das andere unberührt, es wird sich von alleine leeren. Jetzt musst du nur noch das Spiel beenden. Je nachdem, wer zum Ende des Spiels Spieler A ist, wird gewinnen. Wenn du Spieler A sein wirst, bleib ruhig sitzen und die Kreatur wird verschwinden. Puste die Kerze aus und verlasse den Raum. Wenn du aber Spieler B sein wirst, puste die Kerze nicht aus, das darf nur Spieler A machen. Wenn die Kerze aus ist, kannst du das Licht anmachen. Doch von nun an hast du vieles verloren. Denn es kann passieren, dass du im Augenwinkel oder im Spiegel hinter dir Kreaturen oder Personen siehst, die eigentlich nicht da sein sollten. Dreh dich einfach zu ihnen um und sie werden weg sein. Sag aber niemals, dass ihnen deine Seele gehört, aus wohl logischen Gründen. Und das war dieses Spiel.